Nein, natürlich nicht. Die Hater können schreiben, was die wollen. Lasst uns lieber Waffeln aus Schimmelkäse machen. Der stinkt so sehr. Wie wär's, Waffeln aus Surimi-Stäbchen sind bestimmt lecker. Oder aus Raffaello. Und das Coolste ist die Kokosnuss. Kann man die überhaupt anbraten? Wie wird die dann überhaupt schmecken? Timon, hast du schon mal Kokosnuss gesehen? Die ist lecker. Am Ende des Videos lasse ich dich ein Stück probieren. So Leute, wir fangen an. Ich starte mit dem Surimi-Stäbchen. Die werden aus Fisch gemacht, sind aber bereits gekocht. Es werden gleich Fischwaffeln rauskommen. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass die Stäbchen so auf das Waffeleisen reagieren. Die heulen regelrecht. Es riecht aber nicht nach Fisch. Wir schauen mal nach. Klebt alles an. Oh Mann. Wir grillen die weiter. Okay, jetzt sind die fertig. Die Kruste machen wir ab. Das ist rausgekommen. Lasst uns probieren. Es schmeckt wie gebratener Fisch. Und die Mitte? Die Mitte anders. Komisch. Ist auch voll zäh. Okay, das ist kein gutes Gericht. Die Surimi-Stäbchen isst man auch kalt und nicht heiß. Lasst uns was Leckeres machen. Wie wäre es? Waffeln aus Raffaellos. Ich liebe es. Schreibt mir in die Kommentare, wer alles von euch Raffaellos mag. Wir packen ein paar aus und schmeißen die in das Waffeleisen. Süßigkeiten schmelzen eigentlich sofort im Waffeleisen. Die halten aber durch. Wir drücken mal oben drauf. Oh, jetzt geht's los. Es riecht fabelhaft. So sehen die ganz gut aus. Lasst uns eine probieren. Heiße Creme ist einfach lecker. Die Kokosraspeln schmecken auch. Ein paar sind angebraten. Sonst schmeckt das absolut lecker, Leute. Jetzt wird das ernst, Leute. Jetzt kommt der stinke Schimmelkäse. Ich persönlich mag ihn gar nicht. Ich weiß überhaupt nicht, wer sowas isst. Gerade eben aufgemacht und das stinkt schon im ganzen Studio. Schneiden ein Stück ab und ab in den Waffeleisen damit. Es geht aber schnell. Gerade aufgelegt und ist schon fast geschmolzen. Es stinkt hier bestialisch, Leute. Echt ekelhaft. Es ist fertig geworden. Ich nehme mir ein Stück zum Probieren. Erst aber ein normales Stück. Naja, wenn man nicht dran riecht, ja, ist ziemlich salzig. Dieses Zeug hier, bäh, es ist ekelhaft. Man sollte das nicht anbraten. Timon, wie gefällt dir das stinke Käse? Nicht? Mir auch nicht. Und zum Schluss braten wir Kokos an. Dafür habe ich mir schon geschnittenen gekauft. So erspare ich mir die Sauerei und die Arbeit. Wir legen ein paar Stück in das Waffeleisen. So schmeckt das Kokosnuss ganz lecker. Die ist knackig und süß. Also es riecht hier gar nicht so schlecht. Ich bin gespannt, wie das schmeckt. Wow, es sieht toll aus. Ich probiere es jetzt und sage euch, wie das schmeckt. Wisst ihr was? Im gebratenen Zustand ist die noch besser. Ist zwar härter geworden, aber schmeckt super lecker. Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt dem Video ein Like für den Timon. Teilt das Video mit euren Freunden, abonniert meinen Kanal, um kein Video zu verpassen. Und bis bald.